Der Muslim muss im Leben ein Ziel haben, auf das er hinarbeitet. Dies muss allen voran Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen und sein Paradies sein. Darüber hinaus ist es aber wichtig, dass wir uns auch Ziele in diesem Leben setzen, die angemessen sind. Damit ist nicht gemeint, dass es Ziele sein sollen, die sich auf die Dunya beziehen, wie einen bestimmten Job oder ein tolles Auto. Vielmehr ist damit gemeint, dass man spezifische und präzise Ziele hat, die man in diesem Leben erreichen will, um damit aber Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen, indem man den Koran liest, sich um die Angelegenheiten seiner Familie und Geschwister kümmert, seine Gebete optimiert und mit vielen weiteren Handlungen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte in seinem Leben ein klares Ziel und er arbeitete täglich darauf hin. Einst gingen die Quraysh zu Abu Talib, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und forderten ihn dazu auf, dass er mit seinen Neffen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, redet, damit er aufhört, die Botschaft Allahs zu verbreiten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete seinem Onkel mit folgenden Worten: Onkel, selbst wenn sie mir die Sonne in meine rechte und den Mond in meine linke geben würden, damit ich von meiner Da'wa ablasse, so würde ich nichts derartiges tun, bis Allah diese Botschaft siegreich macht oder ich dabei sterbe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setzte alles daran, um die Botschaft Allahs über alle anderen Lebensordnungen emporzuheben. Und seine Biografie lehrt uns, wie er mit jedem Schritt versuchte, diesem Ziel näher zu kommen. Es reicht aber nicht nur, ein Ziel zu haben. Man muss an dieses Ziel glauben und fest davon überzeugt sein, dass man es erreichen wird. Es gab Zeiten, in denen man hätte annehmen können, dass dieses Ziel unerreichbar ist. Denn die Muslime waren anfangs wenige und wurden stark bekämpft. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam war überzeugt davon, dass der Islam eines Tages siegreich sein wird. Denn das ist das Versprechen Allahs und Allah hält seine Versprechen. Erfolg ist nämlich nichts, das sich immer augenblicklich zeigt. Um seine Ziele zu erreichen, braucht es oftmals viel Zeit. Dies macht es umso wichtiger, von der Richtigkeit und dem Erreichen seines Ziels fest überzeugt zu sein. Ich möchte ein Szenario für euch anführen, um das etwas genauer zu verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Markt, geht zu einem Reishändler und möchtet 10 Kilo Reis bei ihm kaufen. Dieser Händler hat keine digitale Waage, sondern eine alte mit 2 Waagschalen, bei der man zum Messen ein Gleichgewicht erzeugt. In unserem Beispiel liegt auf der einen Seite also ein 10-Kilo-Gewicht. Jetzt packt dieser Händler Reis auf die andere Seite, bis die Waage im Gleichgewicht ist. Was hat das Ganze jetzt damit zu tun, Ziele zu haben, von ihnen überzeugt zu sein und auf sie hinzuarbeiten? Ich möchte auf 2 Lehren aus diesem Beispiel hinaus. Erstens, bis 8 oder 9 Kilo Reis auf der Waage liegen, wird sich diese nicht großartig bewegen. Aber wir wissen, dass wir uns unserem Ziel nähern. Ebenso sieht es mit anderen Zielen in unserem Leben aus. Manchmal können wir das Resultat unserer Handlungen über einen sehr langen Zeitraum nicht wahrnehmen. Dies bringt uns auch zum zweiten Punkt. Die letzten Reiskörner sind es nämlich, die den Unterschied ausmachen. Wenn wir kurz vor dem Ziel aufgeben, dann werden wir vielleicht immer denken, dass wir nichts erreicht haben. Für die Motivation eines Muslims ist dieses Verständnis enorm wichtig. Denn andernfalls könnte es dazu führen, dass er von seinem Weg und Ziel ablässt.